Ah, das war erleichternd. So, mit einem jetzt leeren und ausgepinkelten Sergej begrüßen wir euch zu Let's Play MVG beim Citybus Simulator 2 und damit wir jetzt wieder mal ein bisschen zum Spiel zurückkehren. Wir sind jetzt am Ostbahnhof, beziehungsweise gegenüber des Ostbahnhofs, der ist da hinten und wir stehen da. Ich werde jetzt fahren und zwar die Route 40019. Ich schaue gerade, ob ich die überhaupt richtig eingegeben habe und dass ich die andere eingegeben habe. Ja, okay, die ist richtig. Wir fahren auch direkt los. Hier stehen unsere Leute, die nicht mehr einsteigen. Wir haben jetzt einen Gelenkbus. Und Tobias, falls du dich fragst, warum fahren wir jetzt los? Wir fahren los, weil das System wieder so dumm ist und sagt, in 19 Minuten sollen wir da sein, an der Bayerstraße, also hier. Aber hier steht, das sieht so aus, ob wir in 19 Minuten losfahren müssen, aber das stimmt nicht. Nee, halt, warte, ich bin so blöd. Scheiße, wir müssen ja erst zur Bayerstraße fahren. Scheiße. Oh. Okay, dann fahren wir jetzt am besten los. Ich stelle noch kurz die Zeit wieder. 2 Minuten zurück. Ich denke, ich brauche 20 Minuten ungefähr. Okay, der Tobias redet wieder über sinnlose Themen, während ich zum zur Bayerstraße fahre. Bis dann. Freiheit! Damals, ja! Kinder! Oh. So, Sky. So, oh, was ist das? Blitzlichtgewitter, wir sind Paparazzi. Oh, die eine hat schon keinen Bock mehr. Hier steht auf der Straße, nur damit ihr es wisst. Ich finde es nicht gut. Yeah. So. Die Insel ist zu klein für die Leute, deswegen stehen alle auf der Straße rum. So dumme. Fängt ja gut an. Vor allem, wie die einander zurückgehen, um nachher wieder dahin zu gehen. So dumm einfach nur, ey. Wenn ihr in München wohnt, sagt mal, ob die Leute da wirklich so sind. Oder ob das nur ein Programmierfehler ist. Hast du das eigentlich auch beleidigt, gell? Du hast gesagt, die sollen dir schreiben, ob es wirklich so ist, ja? Was steht da hinten? Ich habe es ganz weit weggestellt. Die sollen zu dir sagen, ob es wirklich so ist. Dabei beleidigst du die doch, wenn du doch selbst in München wohnst, dann. Ja, aber der Vorsicht Größteil. geboten, wegen Geschwindigkeitsmessung in der Kirchstraße. Der Größteil wohnt doch in München und kann es dir berichten. Als ob jemand jetzt aus Hamburg sagt, ja, ist in München genauso. Ja. Wenn er im Urlaub dort war und wenn da alle gegen die Wand rennen, ja, dann kann der das auch beurteilen. Die kann nur über eine Geschwindigkeit von 103 km/h eingelegt werden. So, wo ist Filter? Mal wieder super Werbung hier. Unsere Bosse sind sauber. So, wir haben natürlich wieder den längsten hier, das sehen auch alle ein. War das die Umleitung von dem wir vorhin. Ah. Oh. Fahr lieber nicht gut. Fahr lieber ganz normal, dann ist es besser. So wie ein richtiger Busfahrer, okay. Auf. Sergej Polimowitsch in München auf Tour. Busfahren mal einfach. So, oh. Marcel fährt wieder eigentlich wie er sollte. Nicht perfekt, das sage ich nicht, weil dann endet es im Chaos. Ich möchte jetzt euch gleich mal was zeigen und zwar, ich weiß nicht. Wie viele Leute kommen. Der lässt mich vor. Die aktuelle Verkehrslage hat sich geändert. Achtung, Geschwindigkeitskontrolle in der Prinzregentenstraße in Richtung Hauptbahnhof. So, und ich möchte dir nochmal zeigen, dass wir hier auch. Oh, Alter. Dass wir auch wirklich den längsten haben. Schaut euch das an. Was ein Riesending. Ja. Das sieht auch super aus und das ist die beste Ansicht, die ich je gesehen habe. So. Ich habe einen Tic-Tac-Boonie.
machen, ist, dass du während die Busbahn so... Da! So. Nein! Natürlich. Sergei pur. Fordere Unterstützung an. Wagenüberfüllung auf der Linie 27. In der Ackermannstraße. Ich finde dieses Bummgeräusch, wenn es knallt, irgendwie voll witzig. Jeder Busfahrer macht es so. Und zwar genau da, wenn er was trinken oder essen möchte, lässt er das Lenkradruck genau da, wo er um die Kurve fährt. Das heißt, bei geraden Strecken halten die das Lenkrad immer in der Hand. Weil wenn sie um die Kurve fahren, nehmen sie die Packung da in die Hand und essen. Ich mache das jetzt auch nochmal so. Warte. Oh, Leute. Ja, ja. Okay. Die stellen es dann so hin und merken dann ganz schön, dass das im Bus kommt. So. Genau, das passiert bei dir jeden Tag. Nein, ich komme. Ah. Also in Serbien wird ja Bus gefahren, das glaubst du nicht. Normal fahren. Wie gesagt, das glaubst du nicht. Rein später. Ja. Vergewaltigt. Oh, ich muss trinken. Ja, das ist eigentlich schon hier. Oh, Alter, hallo. Wir sind auch noch da. Es zahlt ja die Versicherung, es zahlt auch die Versicherung. Die können sich ja bei den Versicherungsdetektiven bei RTL bewerben, oder? Ja. Ja. Kommt dann hin. Wo ist dieser Schaden? Ich glaube Ihnen nicht, dass das Handy diesen Schaden verursacht hat. Nee, da ist dann so ein Handy, was du halt in so einem Auto, was so eine richtig gute Welle und Boiler, das haben sie selber. Das Feuerzeug ist nicht in die Tür eingegangen. Hallo, auf. Ich weiß. Nein, ich weiß nicht. Ich hab's nicht. So. Handy! Nicht Schaden bezahlen. Ich meine, beim Versicherungsdetektiv, wofür hat man eigentlich eine Versicherung, wenn die es eh in den meisten. Pizza aufgebaut in der Krausstraße. Bei den Versicherungsdetektiven sieht so aus, als ob jeder Fall abgelehnt wird, sobald nur einmal ein Zweifel da aufkommt. Weil 80% der Falle da in der Sendung werden abgelehnt, ja. Ich meine, jetzt kündigen alle ihre Versicherung, weil sie eh den Schaden nicht bezahlt bekommen. Ja. Ist ja auch nicht in der Sache. RTL wollte sich einfach mal nur mal vergnügen und wieder hier Hartz IV TV erweitern. Nein, sie wollten einfach nur, Scheiße. 6, 6, 2, 6. Es liegt gegen dich eine Anzeige vor. Du bist bei Rot gefahren. Ja. Die wollten es eh nur so machen. Die wollten sehen, für was die Leute so eine Versicherung haben und wie dumm die sind. Und so ein Feuerzeug in die Tür rammen. Da wollten sie mal schauen, was für dreiste Sachen die sagen. Und das wollte RTL halt einfach mal sehen. Deswegen haben die Sendung einfach erstellt. Und das finde ich auch so witzig. Da ist so eine Riesendelle. Das haben sie selber gemacht. Da müssen sie selbst dafür aufkommen. Vor allem die Versicherungsdetektive, das ist ja alles echt. Das ist ja gerade das Problem. Aber ich finde, die Versicherungsdetektive sind sympathisch. Nur halt die Versicherungsnehmer sind alles andere als sympathisch. Da tun die mir von der Gotha schon fast schon leid. Ne? Eine Versicherung. Aufzug hier. Oh, das sieht echt. Das ist mir die Familie. So. Achtung, Berlin-Taylor! Linie 25 in der Silberhauenstraße.
Bedienfehler! Wir machen mal ganz kurz Pause. Ein technischer Grund. Bis gleich. Hallo zurück bei City Bus Simulator 2. 2007. Nein. Weil. Okay. Dienst. Fahrt. Wir stellen uns extra in die Mitte, um so ein Thumbnail zu machen, ja? Damit die einfach nicht durchkommen. Und guck mal, da sieht man schon wieder die Wichse da. Wie die Münchner Busfahrer überall rumwichsen da am Rand, ne? Seht ihr das da am See? Wir sind halt famous, ja? Deshalb können wir auch mitten auf der Straße stehen bleiben. Geht ab! Bah! Like, get hurt? 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 Oh, es geht weiter, es geht weiter. You kidding me? Mach so, guck. Was für schöne Bäume. Oh. Oh. So. Jetzt bräuchten wir echt eine Webcam. Aber naja. Wir haben halt keine Fratzenkamm. Ich habe einen Fratzenkamm. Damit kann ich dann mein Gesicht so kämmen. Ich habe ja voll viele Haare. Meine Augen. Die Wimpern haben Wimpern, ja. Meine Haare haben Haare, genau. Guck mal hier. Voll cool, wie ich hier cool drehe. Erstmal so hier. Dann einfach wieder hier rein. Und dann wieder hier rein. Und wieder hier rein. Aber nee, falls ihr jetzt denkt, falls ihr zum ersten Mal hier in dieser City-Busfolge reinschaut und jetzt denkt, ey, was ist das für Schwuchtel, ey? Was machen die für Scheiße, ey? Die benimmt schon ganz viel Busfahrer. Aber Busfahrer machen genau dieselbe Scheiße, ey. Falls ihr genau das gedacht habt, eben gerade auch mit dem, ey. Wir werden das nur, wenn wir überhaupt zu Chaos machen, nur auf der Hinfahrt zu einer Linie machen. Wenn wir die Linie starten, werde ich mich benehmen. Zumindest wie ein realer Busfahrer. So jetzt so mitten in der Fahrt so machen. So. Ich meine ja auch so Simulatoren. Sind ja auch immer so ein bisschen langweilig, ne? Da passiert nichts Aufregendes, so wie bei Slender the Arrival.